Ich dachte, wir bieten zur Einstimmung einen Sekt aus Südafrika. Vanessa, die ersten Gäste kommen doch gleich. Oh, meine Lippen. Mein Gott, dass ihr Sommeliers einen immer wieder zum Trinken animieren wollt. Ja? Also mit meiner Pee hast du. Oh Gott. Erst warmen, danke. Dr. Sander? Ach, Frau Dr. Brandt. Ich dachte, wir überprüfen mal gemeinsam den Medikamentenbestand. Dann kann ich Ihnen auch gleich einmal ein paar Abläufe erklären. Mhm. Ich mache mal eben hier. Ihre letzte Reise nach all den Jahren. Wie fühlt sich das an? An den Gedanken muss ich mich erst noch gewöhnen. Hm. Danke für die Chance. Da nicht für. Naja, die Reederei hat Ihnen die Entscheidung überlassen, wer Ihre Nachfolge antritt. Sie haben sich für einen Neuling wie mich entschieden. Ich hoffe einfach, dass... Weil ich weiß, was Sie können, Julia. Bei Ihnen ist das Schiff in guten Händen. Ich habe gerade erfahren, dass wir an irgendeinem Experiment teilnehmen. Wissen Sie, worum es da geht? Fragen Sie Hannah. Ich halte mich da raus. Oder Schifferle. Aber der hat sich ja krank gemeldet. Was haben sich die beiden wieder ausgedacht? Es handelt sich da wohl um so eine Art Algorithmus der Liebe. Ein was? Fragen Sie Hannah. Captain Parger für Frau Liebhold. Hanna für Captain Parger. Was gibt's denn? Staff-Kapitän Grimm erzählt mir gerade irgendetwas über einen Algorithmus der Liebe. Was soll das bitte schön sein? Ein Mann und eine Frau wurden unter ungefähr 9000 Singles ausgewählt, das perfekte Liebespaar zu ergeben. Sie werden sich aber erst an Bord unseres Schiffes kennenlernen. Das ist ein sogenanntes Blind Date. Und wer macht bei sowas freiwillig mit? Ja, die junge Frau heißt Annika Keller. Und die zukünftige Liebe ihres Lebens, wenn es also auch dazu kommen sollte, heißt Dennis Berger. Captain, ich muss jetzt aufhören, die ersten Gäste kommen schon. Ja, ciao. Herzlich willkommen. Kleine Einstimmung auf unsere Reise nach Südafrika. Gerne, danke. Oh Mist, das wäre so typisch. Kann ich helfen? Ach so, meine Reise unterschlagen. Es tut mir leid, aber Männer, die rosa tragen, sind für mich wie ein Autounfall. Es ist schrecklich, aber man muss trotzdem hinsehen. Sie reisen alleine? Noch, ja. Ich werde auf dieser Reise der Liebe meines Lebens begegnen. Ich weiß, das klingt total verrückt, aber genau das wird passieren. Sie sind also Teil des Experiments. Schön. Also Sie kriegen hier meine Reiseunterlagen, ja? Ja, bitte schön. Danke. Wo ist jetzt mein Koffer? Mein Koffer ist weg. Hallo, mein Koffer? Ihr Koffer ist hier bei mir. Ach da, ja, alles klar. Ach so, ich brauche trotzdem meine Reiseunterlagen. So, ja. Da, bitte. Ja, Zimmerkarte dabei. Tschüss. So, kommen Sie. Herzlich willkommen.